Einen wunderschönen guten Morgen. Den Weg hier kennt ihr ja bereits. Das ist der Weg zu den Dark Hatches. Jetzt ist es allerdings kurz nach 7. Und hier ist niemand. Hoffentlich. Am Parkplatz steht ein Auto. Damit könnte ich umgehen. Mehr sollten aber nicht hier sein. Schauen wir mal. Also komm mit. So gefällt mir das viel besser. Kaum jemand da, nur ein Pärchen. Ich glaube, das sind die beiden von gestern. Not sure. Ja, schon angekündigt, dass es hier das ein oder andere Schloss und die ein oder andere Burg und die Ruine noch gibt. Hier ist auch wieder eine. Leider macht die erst in rund gut anderthalb Stunden auf. Deswegen werde ich jetzt hier nicht warten, denn ich weiß, es kommt noch welche. Und die hier liegt, ja, wenn man aus Richtung Belfast kommt, aus der Ecke, wo ich jetzt komme, relativ versteckt hinter einem Hügel. Und man sieht sie quasi im Vorbeifahren. Ist ganz schön, aber ist eigentlich fast komplett Ruine. Also ist wenig, was hier noch steht. Was ein bisschen schade ist. Aber ja, hier normalerweise sehe ich gerade, gibt es auch noch einen Weg runter zum Strand. Also es muss wirklich ein ganz schönes Schlösschen gewesen sein hier, was hier gestanden hat. Aber leider noch zu. So, ich gucke mal, ob ich jetzt noch ein bisschen nach da vorne komme, mache nochmal ein Foto. Oder zwei und dann werde ich mich weiter zu dem eigentlichen Punkt begeben, wo ich heute hin wollte, nämlich zu dem Strand. Und muss da so 1, 2, 3 bis 7 Fotos machen. Also, wir sehen uns gleich am Strand wieder. Hey, I heard you want to leave this place, but we grew up this old town. Put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. River's gonna cry when you're gone. Mit kleinen solchen Höhlen durchzogen hier dieses Gebiet, aber keine, wo man irgendwie wirklich tief reingehen kann, auch leider keine, wo man so durchgehen kann. Ich gehe mal gucken, vielleicht finde ich ja noch eine. When you're gone, river's gonna cry when you're gone.
to leave this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. River's gonna cry when you're gone. So, jetzt ist es mein Lied wieder soweit, dass ich euch dazu nehme. Ich habe meinen Schlafplatz für heute gefunden und zwar hier schön direkt mit Blick aufs Meer. Leider soll es heute Nacht sehr stürmisch werden, deswegen lasse ich das Zelt zu und schlafe drin. Nichtsdestotrotz mache ich mir jetzt erstmal was zu essen. Ich habe noch ein bisschen Gemüse und ein paar Würstchen, die müssen jetzt endlich mal weg. Die mache ich mir jetzt und was ist gerade noch passiert? Ich war gerade duschen hier den Strand entlang. Ich bin gerade, wie ihr gesehen habt, den Strand entlang gefahren und habe dann hinten geduscht. Habe dabei noch zwei Engländer getroffen. Schöne Grüße, wenn ihr das seht. Schöne Grüße an euch. Auch wenn ihr mich nicht versteht wahrscheinlich. Sehr, sehr nett. Und mit denen habe ich noch ein bisschen gequatscht, einen Kaffee getrunken. Und dann war ich gerade noch mal kurz in dem nächsten Einkaufscenter, weil ich brauchte Internet, um ein bisschen was zu verschicken. Das habe ich gerade auch gemacht. Jetzt bin ich wieder hier. Wir haben 16.47 Uhr, machen wir was zu essen. Und dann hat der Tag ein Ende. Auch wieder ein bisschen was passiert heute. Morgen geht es weiter nach Derry oder nach Londonderry. Und dann geht es auf die irische Seite. Raus aus Nordirland, rein in das normale Irland, da gibt es dann auch wieder den Euro. Das ist dann für die Umrechnung ein bisschen einfacher. Gut, ich schnibbel mir jetzt was zu essen. Heute gibt es noch mal ein bisschen Gemüse mit Wurst, habe ich gerade schon gesagt. Und euch lasse ich mal ein bisschen in der Sonne stehen. Also dann, holdrio.